PC Sibetin. Dynamik, Eleganz und Präzision, das ist das Markenzeichen vom PC-7-Team von der Schweizer Luftwaffe. Mit attraktiven Formationswechseln und abwechslungsreichen Figuren bieten Ihnen die Militärpiloten eine äußerst professionelle Flugvorführung und dokumentieren die Leistungsfähigkeit von der Schweizer Armee. Jetzt haben Sie bereits den Wechsel beobachten zur Formation Delta, die grösste Formation, die wir haben, mit einer Gesamtspannweite von etwa 70 Metern. Bereits der nächste Wechsel in die Formation Till und dann erwarten wir noch den Formationswechsel in Valken. Wir haben also vier Formationswechsel innerhalb von einem Vollkreis. Und ich kann Ihnen garantieren, mit einer Geschwindigkeit von 350 Stundenkilometern und Abstand von diesen 9 Flugzeugen von 3 bis 4 Metern zueinander ist das ziemlich anspruchsvoll zu fliegen für die Piloten. Gelegenheit ergreifen und Ihnen unseren Kommandanten vorstellen, den Oberstleutnant Daniel Stempfli. Er ist ein erfahrener Militärpilot und ist unter anderem das Kampfflugzeug F-18 geflogen. Zudem war er Kommandant der Fliegerstaffel 11 und ist heute im Kommando der Pilotenschule und Chefpilot PC-21. Der Oberstleutnant Stempfli steht hier bei uns mit beiden Füßen auf dem Boden. Sie können ihn sehen, ist irgendwo im Zentrum und beobachtet die Flugschule. Er hat ein Funkgerät in der Hand und kann den einzelnen Piloten Anweisungen geben, sodass sie in den Genuss von einer sicheren und präzisen Vorführung vom PC-7-Team kommen. Jetzt vor rechts der nächste Überflug in der Formation Superlosage. Schwierig zum Fliegen, da in der Mitte ein Flugzeug fällt. Sind alles Berufsmilitärpiloten von der Schweizer Luftwaffe. Normalerweise fliegen diese Männer auf dem Kampfflugzeug F-18. Wir haben also hier Jetpiloten, die sich am Wochenende zu einer Kunstflugformation auf Propellerflugzeug zusammenfinden und quasi im Nebenjob qualitativ hochstehende Präsentation bieten. Und das, meine Damen und Herren, ist weltweit absolut einmalig und zeugt einmal mehr von der Effizienz und Effektivität von der Schweizer Luftwaffe. Der nächste Überflug von rechts im Diamant. Schauen Sie jetzt aufs letzte Flugzeug. Oder Videos machen, teilen Sie die mit uns auf Instagram oder Facebook @PC7Team.
oder besucht jetzt auch unsere Website. Wir freuen uns über ein Like. Und die Landeklappe dabei darf eine Maximalgeschwindigkeit von 135 Knoten nicht überschreiten. Muss aber gleich kurz Vollgas geben, dass er steigen kann und am zuoberst oben wieder in Leerlauf. Wie Sie sehen, da hat das Fahrwerk ausgefahren. Fährt da mit seiner Rolle extrem anspruchsvoll zu fliegen, um innerhalb der G-Limite zu bleiben. Zum G-Kräfte-Team. Der Major Cyril Joder, Nickname Johnny. Der rechte Hauptmann Martin Fink. Der erste Saison in Nickname Mo. Wir sind genau das Sassel und das hinterste Hauptmann Wesch-Mematte. Nickname Gaffi. Alles wie gesagt, erfahrene Militärpiloten, die unter der Woche erfahren sind.
zweite halbe Looping. Die Geschwindigkeit reduziert sich. Ja, und geschätztes Publikum, das passiert, wenn der PC7 seine minimale Fluggeschwindigkeit unterschreitet. Der PC7 geht in eine Frille. Aber keine Angst, das ist ein Standardmanöver, das jeder Militärpilot trainiert. Und unsere Solisten Fondi hat das ohne Probleme können retablieren. Danke vielmals, Fondi. Erlaubt den Tunnel durchzufliegen mit einer Geschwindigkeit von 500 Stundenkilometern. Dann kommen jetzt Gotardo von rechts und unsere Solisten von links, unsere Tunnelkreuzung. Und jetzt verabschiedet er sich auf seine eigene Art. Er wird Ihnen zuwinken beim nächsten Überflug von rechts nach links. Sie können ihm zurückwinken. Das ist der Abschluss vom Solo-Programm vom Sette, Turbo-Sette von unserem Fondi. Winken Sie ihm zurück. Kann man sogar schon in einen zweiwöchigen Flugkurs gehen und das ist der perfekte Start in die Aviatik, sechs militärisch oder zivil. Schauen Sie den an und beim Sphärestand vorbei und zu Ehren von Sphär, PC7-Team, jetzt in der Formation. Ja, danke vielmals und geschätztes Publikum, wir nähern uns jetzt am Ende von der Flugvorführung. Danke vielmals, das war der Johnny live aus dem Cockpit und jetzt macht er sich bereit für das grosse Finale. Das erwarten wir auch wieder aus der Region von Nevels.